Liebes mein zartes Engelein, es ist Zeit zum Aufstehen. Aufgewacht. Zahnpasta ist alle. Ne, hier noch. Alter! Servus. Wir sind heute auf dem Weg. Ach scheiße, meinen Mundschutz habe ich vergessen. Na, gut. Torgau, nee, Neiden. Neiden Nord. Bisschen Moped fahren hier. Und ja, Liebes ist Kameramann heute. Liebes hat bis um 2 Uhr durchgesoffen. Eine Flasche Gin. Max ist auch da. Und wird heute 130 fahren und sein Leben an sich vorbeiziehen sehen. Und ja, mein Vater hat 3 Grunzen zu Schweine. Wir sehen uns dann auf der Fahrt noch ein bisschen, gell? So machen wir das. Der Mann ist hundeheiß, der ist hundeheiß heute. Beiß den Shuttle, beiß den Shuttle! Wo ist alles vor? Keine Lust mehr. Na gut, da lassen wir's. Robert, kurze Bestandsaufnahme heute. Ich bin ganz schön müde und geschafft. War aber gerade auf Toilette, mir geht's jetzt besser. Gestern war ein brutaler Überfall. Heute machen wir ruhig, hier. Ja. Und Trainings? Training war jetzt so von Jungs ganz okay, sag ich mal. Strecke ist schön, haben sie schöne gemacht. Was ich so gesehen habe, halt von außen. Ja. Hast du auch nichts gefilmt, gell? Ich habe nur ein bisschen gefilmt. Immer wollte ich dich filmen. Aber bin ich rausgefahren. Naja. Ich habe gedacht, du bist auf die Fresse geflogen. War ja auch nicht unwahrscheinlich gewesen. Ja. Ja. Was ist denn eigentlich mit dem Behinderten da hinten? Der hat irgendwie in einem Felle. Irgendwie hat er in einem Felle hier. Du? Sitzt in der Sonne, hat sich komplett umgezogen, ja. Fummelt sich an der Friemel rum. Da ist komplett. Ey, so groß ist er nicht. Vielleicht wird er noch groß. Naja, aber es war ein schöner Tag bisher. Bisher ist es ein schöner Tag. Wie war das Fressen bei Shell? Ich denke ganz gut. War gut, ja? Ja, ich hätte schon wieder Hunger, aber es sieht nicht aus, als würde es mal ein paar Bratwurst stehen. Ja, hoffentlich gibt es nachher noch was zu fressen. Ansonsten müssen wir hier Prinzenrolle fressen. Oder wir fragen bei den Nachbarn. Oder bei Remy. Wollen wir mal zu Remy. Aber die Nachbarn, die trinken schon Desperados. Das ist top. Servus, du auch hier? Oder was? Was machst du hier? Gewerbsbelager. Und, bist du schon Training gefahren oder was? Ja, erstes Training war okay. Ja, ich bin alt und schwach. Und nicht der Hübscheste. Ja, ich versuche beim Rennen gut auszuschauen und das war's dann. Ja. Ein bisschen senden. Okay, warum verliert dein Moped so viel Öl? Weil ich schief gestellt habe. Neue Drahtbürste von Olli. Lessmann. Ja, so viel Schick, keine, ja. Geil, Grüße gehen raus an Laura Haller. Top. High Five. Top. Mittagspause geht gerade los. Da legen wir erstmal eine Runde Bimbo-Karten. Nützt ja nichts. Da catcht schon wieder das Kalb. Der Körper muss wissen, dass es auf Aggression geht. Wenn wir schon auf der Strecke nicht gewinnen, müssen wir wenigstens hier genau. Gewinnen. Genau, gewinnen. Belzen nicht so auf dem Tisch. Nicht immer so belzen. Gut. Stein hier. Stein hier. Ja.
blau. Start war ganz in Ordnung. Ja, dann Max überholt. Ich bin glaube ich Sechster und Max ist Siebter oder Achter. Ja, im zweiten Lauf rollen wir auch noch mal so ein bisschen durch. Und enge Strecke. Eng. Wie wir es halt mögen eigentlich, aber naja. Wir gehen jetzt halt alles nochmal im zweiten Lauf. Das ist richtig. Und das ist wichtig. Alles klar, Jungs. Schönes Ostsee-Moped. Ja, das zeigen wir mal nicht, Frank. Hauptsache nochmal Sehchen. 3 Kilo weniger. Passt zum Aerodynamik-Tuning-Paket heute. Ja. Los geht's, Alter. Original ist legal. Snack. Hoffentlich nimmt er mich mit, der Gunte. Bisschen Handshakes, alles cool. Hallo. Ich fand's ganz witzig, dass du am Start nochmal den Starter gegrüßt hast. Ja. Weil das macht nämlich sonst keiner. Nee, macht keiner. Das ist Höflichkeit im Anstand. Das war sehr freundlich von dir. Nimmst du mich mal mit? Hallo. Oh ja. Überlassen! Wir sind online, du kannst eigentlich. Wir können. Ja, wir sind jetzt wieder hier. Gefahren. Gute Zeit eigentlich, 18 Uhr. War ein langer Tag für viele hier im Fahrerlager. Ja, zweiter Lauf. Ich am Anfang das Moped abgemuckt. Bin dann von letzten auf. Hab nochmal 3 überholt und bin letzten Endes 6. geworden. Max ist glaube ich 7. Mit gerissenen Auspuff, war der lauteste auf jeden Fall, hat noch Dezibel Contest gewonnen. Und gibt aber keinen Pokal. Gibt aber keinen Pokal. Aber ja, wir hatten alle drei einen schönen Tag. Ja, sagt man noch so. Erstmal schönes Wochenende noch allen. Ja. Und ja, wir werden uns heute Abend noch ein kleines Bierchen einverleihen. Das machen wir mal. Ja, danke an Hoffmann Tuning auf jeden Fall, der uns die 2 Mopeds zur Verfügung gestellt hat. Nächstes Mal brauchen wir 3. Nächstes Mal brauchen wir 3 für Roboter jetzt. Ich nehme 3 Rad, dass ich nicht umfalle. Und ja, danke an die restlichen Leute, die uns unterstützen. Und ja, bis zum nächsten Mal, wenn mal wieder irgendein Rennen während Corona ist. Gut. Winke, winke, tschüss und Tinte.